Komm, Benita, komm. Komm mal mit, Süße. Thomas Messinger und sein Schützling, die Ameisenbären Benita. Ja, war lecker Futter. Guck mal, du musst dich an mir hochklettern, du. Nee, so ja nicht. Nimmst mal bitte. Du, das tut weh, jetzt mit 20 Kilo, das merke ich schon. Oh, nee, Maus. Ah, nichts kaputt machen, du. Hm? So, und jetzt? Ich setz mich mal, ja? Hast du die Mehlwürmer dabei? Die zieht dich gleich raus. Dabei. Soll ich dir behilflich sein? Oh, das geht schon. Ich setz mich mal mitsamt. Schwanz muss vor. So. Das merkt man. So, Benita, was machst du denn jetzt mit mir hier? Hm? So war das aber nicht geplant. Was kann man bei Kindern schon planen? Wo bist du denn? Mit einem halben Jahr Benita. Hängt Ameisenbären Benita so. Eben am Rockzipfel von Mama. Runter. So ist schön. Oder guck mal, da drüben von ihrem Pfleger. Kann es sein, dass sie ja keinen Hunger hat? Haben wir dir extra mitgebracht. Der Frühstücksbrei ist ein Püree aus Ameisen und Erde. Jo, na, das ist ja eine bequeme Haltung. Auch nicht schlecht. Das war ein bisschen untypisch für einen Ameisenbär. Schön, machst du mich ja schön dreckig. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Ein Glück habe ich morgen frei. Hm? Wird dir waschen? Ja, Süße. Hm? Bist ja so nass. Die möchte nur hochklettern, die Maus, nicht? Ja. Zeig mal deine Pfötchen. Pfötchen ist gut, ja. Ja, also man merkt schon, wenn sie an einem hochklettert, das ist nicht so einfach. Da möchte man keiner Ameisenbär-Mama sein. Ja, also mit einem halben Jahr ist sie noch ein Baby. Wie gesagt, sie reitet normalerweise bei Mama auf dem Rücken mit, steigt zwar zwischendurch auch schon mal ab. Ja, Süße. Aber das ist eben so, dass... Nicht im Ohr. Es ist eben so, dass es dann nach und nach weiter nachlässt und dass er dann selbstständiger wird und auch schon mitläuft. Nicht? Aber das kann durchaus noch ein paar Monate gehen, dass die so anhänglich bleibt und dann praktisch immer auf den Rücken möchte. Da wird er sein Päckchen zu tragen haben, wenn Benita immer schwerer wird. Denn ausgewachsen können Ameisenbären bis zu 35 Kilo wiegen. Umdrehen ist ja nicht so einfach. Oh, gucke mal. Oh, Mehlwürmer. Die will nicht von dir wissen. Dann mach doch selber. Benita, gucke mal. Oh, lecker Mehlwürmer. Das ist doch was Schönes, ne? Die schmecken? Na dann, guten Appetit. Haut's aber rein. Koraya. Das asiatische Elefantenmädchen vom Zoo Berlin ist nun 3 Wochen alt. Wieder steht ihr eine Übungsstunde mit Rüdiger Pankow bevor. Hat diese Palette etwa damit zu tun? Heute machen wir mal eine Probe, ob die Kleine auf die Palette geht. Weil die Palette ist genauso groß wie unsere Ware. Und wir wollen unsere Ware ja nicht so als Übungszwecken nehmen, weil die ist uns zu kostbar. Und deswegen üben wir mit einer Europalette, die hat dieselben Ausmaße. Und wenn die Kleine so weit ist, dass sie hier rauf geht, dann wird sie doch auf die Waage gehen und dann können wir so wiegen, ja. Aber welches Mädchen lässt so sich schon gern wiegen? Hauptsache, die wackelt nicht. Das ist das Einzige, worauf es ankommt, ist in der Wackel. Eine Probe, ob die Unterlage stabil ist. Ja, los, hält. Du willst jetzt die Banane haben? Nichts ist. Dein Kind soll die. Koraya, guck mal, die kleine Koraya ist hier. Juckt die Pelle? Nein, es tropft der Zahn nach dieser Süßigkeit. Mit Speck fängt man Mäuse, mit Bananen Elefanten. Schmeckt das, ja? Klar schmeckt es. So könnte es ewig weitergehen. Aber da ist doch sicher ein Haken dabei. Schmeckt es heute nicht. Komm mal mit hier. Komm mal mit. Bisschen auf die Palette klettern hier. Dreh sie mal weiter her. Stell dich mal da hin. Da hier. Siehst du, kommt die gleich weiter vor. Holz.
Ja, mach mal einen Fuß drauf. Komm mal her, hier. Komm mal her. Schöne Klettergerüst hier. Ne? Klettergerüst weniger. Eher ein Podest für Stepp-Aerobik. Aber sowas wissen nur Frauen. Macht nämlich einen schönen Po. Da drängelt sich Mama auch gleich vor. Ja, du willst die Banane haben, ist ja hier. Jetzt werden wir mal die Finger ablutschen. Ein ganzer Korb voll Binturongs, sind die schön. Hallo. Angelika Bergling und Mirko Rock im Tierpark Berlin wollen es wissen. Schön gewachsen, wie was? Wie schwer sind die vier Binturong-Kinder? Das ist ja mein Freund, darf ich den bitte nehmen? Den bitte. Hallo. Den finde ich ja so süß, diese weiße Gusche. Der sieht immer aus, als wenn er lacht. Na? Hey, komm. Hältst du auf die Waage? Nee, ich glaube nicht. Ah, die haben sich so toll entwickelt. Wollen wir gleich einen Eimer nehmen, oder? Ach ja, ich glaube ja. Ne? Der macht hier doch schon wieder einen Aufstand, der kleine Mann. Also es ist natürlich toll, dass alle vier tatsächlich auch groß werden. Ist ja nicht so selbstverständlich. Hey, so, und jetzt sieht man also schon, dass die sich super gut entwickelt haben. Denn der probt hier schon den Aufstand. Deswegen müssen wir jetzt schon ein größeres Gefäß nehmen, nämlich einen Eimer, um den zu wiegen hier, den Kollegen. So, pass auf. Jetzt falten wir dich zusammen und jetzt sehen wir mal schön, wie die fünfte Hand funktioniert. Die Zahlen drehen durch hier unten. Hallo, ich komme nicht mit auf die Waage, das könnte dir so gefallen, wa? Und schon hat er sich wieder befreit. Das Wiegen, ein kleines Abenteuer. Na gut, willst du so sitzen bleiben, ja? 853. Du musst doch nicht meckern. So kannst du nicht wiederkommen. Super! Du bist ja artig. Von den vier Binturong-Kindern brauchen zwei ganz besondere Pflege. Das ist unser Sorgenkind hier, aber die hat eigentlich auch schon recht gut aufgeholt. Die trinkt auch ganz gut, die Milch. Das ist Katzenaufzuchtmilch. Denn auch wenn die Binturongs Marderbeeren heißen, sind sie aus der Familie der Katzen, der Schleichkatzen. 781. 781, ja, hat schön zugenommen. Hier der kleine Junge, der kriegt jetzt auch halt ein Fläschchen mit dazu, weil der ganz dumm war. Der kletterte schon ziemlich viel rum und ist während der Nacht hinter die Kiste gerutscht. So, und dann kam er da nicht wieder raus in so eine kleine Spalte und die Mutter hat ihn auch nicht rausgekriegt und da hat er sozusagen ein wenig Gewichtsverlust erlitten, weil er nun da die ganze Nacht sich geärgert hat und eine Schuss auf dem hatte. Und um das wieder auszugleichen, geben wir ihm jetzt zusätzlich eben, weil wir sowieso die Milch ja haben für das Mädchen, auch ein Fläschchen. Hat er auch ganz schnell kapiert, wie das funktioniert mit dem Fläschchen. Und dadurch haben wir ihn jetzt so richtig schön stabilisiert. Du weißt, dass es gleich ein Fläschchen gibt, ne? Ja. Ich meine, er nimmt jetzt auch so schön zu, aber er hat eben dadurch 40 Gramm verloren. Und das ist natürlich für so ein kleines Tier, im Gegensatz zu den Zweien hier, ja doch ein ganz enormer Gewichtsverlust in einer Nacht. Also von daher ist es schon ganz wichtig, dass wir ihm jetzt mit der Schwester zusammen eine Unterstützung geben. Und hier, die wartet auch schon. Ach, wo kommt meine Milch? Na Mirko, ich glaube, du musst mal schnell anrühren gehen, wa? Zum Beispiel. So, eure dicken Brüder, die lassen wir einfach hier. Die können hier ein bisschen schlafen. Jetzt müde? So. Von Müdigkeit keine Spur. Nur Koraya kann die neue Übung schon. Einmal gesagt, getan. Mit ihrem Elefantengedächtnis weiß die Kleine bereits, was sie zu tun hat. Nochmal rauf auf die Palette. Siehst du, alle vier oben hier. Mehr braucht ihr ja nicht können. Also
ein bisschen länger stehen auf, so ein, auf der Fläche und dann, ist das, dann funktioniert die Ware schon. So, einmal gemacht, beim zweiten Mal ist man schon mutiger, wa? Na fein machst du das, komm mal her. Ganz ohne Banane? Ja? Ohne Banane? Boah, Mann, was? Banane. Muss offenbar nicht sein, wenn man weiß, was die beiden geliebten Pfleger wollen. Und rauf und runter und rauf und... Ja, das machen wir dann die nächste Woche über. Und in einer Woche ist er dann vier Wochen alt und wir hoffen, dass es zum ersten Mal klappen wird. Wer hegt da Zweifel? Aber ist da nicht noch eine verschmähte Banane von vorhin zu haben? Ja, du kriegst die Banane. Ja, und Coraya zeigt aus lauter Gefälligkeit noch einmal ihr Kunststück. Na, kletter mal ein bisschen. Diese ewige Skepsis der Männer. War doch schon jetzt alles klar. Ja, können wir aufhören. Ja, dann müssen wir halt weiter üben, die ganze Woche über. Und dann sehen wir nächste Woche, ob wir wiegen können. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Die Besucher sehen es auch. Alles Totti Paletti. Nun aber erstmal Siesta. Und was kann Ameisenbären Benita noch außer Mehlwürmer fressen? Wir wissen nicht, ob sie schon mal geschwommen ist. Nicht? Also da haben wir sie noch nicht bei beobachtet. Also sie hat zwar mal einen Schritt ans Wasser gemacht, aber war eher wasserscheu. Nicht? Aber ansonsten benimmt sie sich schon wie so ein bisschen wie so ein Erwachsener, buddelt schon tiefe Löcher und weiß auch, dass die Ameisen zum Fressen da sind. Macht sie also auch regelmäßig und sie bearbeitet hier auch diese morschen Holzstämme, nicht? Und weiß da also, dass da Insekten drin sind. Dank scharfer Krallen und der langen Zunge alles kein Problem. Ja, aber was ist alles Futter gegen Streicheleinheiten? So, das war's jetzt? Wenn es nach Benita ginge? Nein. Keine Lust mehr? Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Eine Süße. Wollen wir mal zeigen, wie schnell du laufen kannst? So. Nee. Runter. Jetzt gehst du mal runter. Von Wollen kann keine Rede sein. Aber Ameisenbären Benita ist kein Spielverderber. Schneller, höher, weiter. Sie ist dabei. Komm, Süße, komm. Gleich fallen sie ins Wasser, die Kameraleute. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Was soll Benita hier noch beweisen? Dass sie fleißiger als die verwandten Faultiere ist? Oder wie gut sie riechen kann? Ja, also der Geruchssinn, der ist sehr, sehr gut ausgeprägt. Die riecht ja schon vom Weitem, dass ich in der Nähe bin. Hm? Nita? Ah. Ja, komm. Du kannst auch hier rüber klettern, nicht? Das haben wir schon mal geübt. Ja. Solche Hindernisse nimmt Benita später mit Leichtigkeit. Nun soll sie erst einmal wachsen. Doch das dauert noch gute 2 Jahre. Ja, komm. Im Tierpark Berlin erwacht neues Leben. Gucken wir mal nach unseren Spornschildkröteneiern. Das sind ja bloß noch 3er. Ach, 2 gucken. 2er haben angepickt. Die haben ja immer so einen kleinen Eizahn auf der Nase. Damit öffnen sie die Schale. Dann wird die gesprengt, wenn sie soweit sind. Und dann sind sie auch schon draußen. Ein Vierteljahr Geborgenheit in ihren Höhlen im feuchtwarmen Gelege sind vorbei. Das ist natürlich sehr schwer für das Jungtier. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Erstmal diese Schale in Lalochen reinzubringen und dann die ganze Schale zu sprengen und dann rauszukommen. Man sieht es dann auch meistens hinterher, wenn sie dann erstmal so weit sind, dass sie dann erstmal ein bisschen ruhen.
Und dann abwarten, dann wird der Dottersack eingezogen, bis der dann weg ist und dann kommen sie richtig aus der Schale raus. Keine Mutter hilft. Von einer Hebamme ganz zu schweigen. Die Kinder sind auf sich allein gestellt. Wer sich so von Anfang an gegen Widerstände stemmen muss, hat sich einen Panzer fürs Leben erworben. Noch 3 Tage nach dem Schlupf ernährt der Dottersack aus dem Ei die Schildkröte. Erst dann fällt er von ihrer Panzerunterseite ab. Fortan steht Grünzeug auf dem Speiseplan. Von jetzt 30 Gramm bis 80 Kilo in 15 Jahren. Ein langer, weiter Weg. Doch Schildkröten haben Zeit. Zurück zu den Sorgenkindern. Soll ich dir mal das Kleine abnehmen, oder? Geht's? Ich glaube, noch geht's. Noch geht's. Die fühlt sich bei dir wohl, ne? Na klar, ist auch ein Mädchen. Ja. Wer sich so rührig ums Essen kümmert, verdient alle Liebe. So, warte mal, das ist doch nicht so schön. Mit Krallen und Greifschwanz. Eine echte Klette. Hilfe, Angelika. Kannst du mir mal kurz assistieren? Hat sie sich von dem dicken Bauch wegbewegt? Ja, unglaublich. Hallo, jetzt gibt's gleich was Schönes. Ja, was Schönes gibt's gleich. Du wirst mal sehen. Ne? Hm? Katzenmilch. Wohl temperiert. Ja. Schauen wir mal. Oh. Mensch, ist ein Druck. Und? Kannst ja losgehen. Ja. Gut, das so, wäre die dich mal um hier. Guck mal, hier ist die Milch. Ja, genau. Das Mädchen bekommt zuerst. An den Zitzen der Mutter wird es von den 3 Brüdern verdrängt. Bei Mirko Rock ist sie die Nummer 1. Berkling bekommt das dünne Brüderchen sein Zubrot. Na, nur aber mit Schmackes. Der erste Tag, als wir dann halt gesagt haben, das ist zu viel, was er abgenommen hat, wir füttern was zu, war natürlich interessant. Der wusste mit dem Nuckel natürlich nicht so richtig, was anzufangen. Die Milch schmeckte ihm auch nicht richtig, aber er hatte eben Hunger, das hat man gemerkt. Und aus Hunger hat er dann tatsächlich 20 Gramm getrunken und dann war das Eis gebrochen. Also als er gemerkt hat, da kommt was Warmes, Schmackhaftes raus aus diesem komischen Gummiteil, dann seitdem klappt das hier wunderbar. Und die sind ja von Geburt an halt 60 Gramm weniger gewesen als die 2 größeren. Und dieser Abstand ist natürlich geblieben jetzt. Den musst du erstmal ein Bäuerchen machen. Ach, ja, bitteschön. Nochmal? Hast du so schnell getrunken? So viel Luft im Bauch, ja? Na, das ist ja ein Ding. Ja. Na komm, da passt doch bestimmt noch was. Es ist natürlich wichtig, dass man so eine kleinen Tiere hier auch ein bisschen unterstützt. Die gehen sonst bei so einen starken Tieren in einem Wurf natürlich, kann das sein, dass sie dann untergehen. Weil die ja sich einfach den Großen gegenüber nicht richtig durchsetzen können. Aber das ist eben einfach gut. Das, was wir gleich mitgekriegt haben, ne? Was da passiert ist. Oh wei, oh wei. Fertig. Hast du gut gemacht. So. Jetzt kannst du nochmal kuscheln kommen und dann musst du nochmal auf die Waage, ne? 905.
904, warten nur. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. 905. Gut, dann können Sie hier rauskommen, junger Mann. Hopp. So. Ängstliche Blicke. Der Bruder wird behutsam abgeseilt. Und endlich die Erlösung. Auch die Kleine hat gut zugelegt. Denn das Urteil der Pfleger lautet: Wunderbar. Und die Dame? Hallo, willst du wieder zu den Kollegen hier rein? Nee, wa? Oder Bartha? Ja, so schön. Darf ich dir helfen? Ach, das wäre ganz zauberhaft. Hab's. Ja. Ös. So, Prinzessin, ab zu den Prinzen hier. Die Grävy-Zebras bekommen Besuch. Mal sehen, wie er aufgenommen wird. Ein Brötchen? Wer hätte das gedacht? Noch nie waren Ellen Hobold und Enrico Rödiger den Tieren so nah wie heute. Leckerlis helfen gegen die angeborene Scheu. Grävy-Zebras sind die größten der drei Zebrarassen und sehen aus wie kleine Pferde. Sie haben einige anatomische Merkmale, die doch den Eseln sehr näher kommen. Auch die Stimme, wenn man die rufen, oder den Hengst zum Beispiel mal rufen hört, hört sich nicht an wie so ein Pferd, sondern doch eher wie ein Esel. Dass sie nicht störrisch und ängstlich, sondern zugänglich sind, ist besonders für medizinische Untersuchungen wichtig. Jede Hektik muss allerdings vermieden werden, sonst springen die Fluchttiere weg. Und doch sind sie auch immer wieder mal für Überraschungen gut. Also, was die hier abzieht, kennen wir von ihr sonst eigentlich nicht wirklich. Du? Schnecke. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sie auch noch nie so kennengelernt. Also wenn man jetzt so zum Arbeiten hier auf der Anlage ist oder so, dann machen sie eben alle im Bogen. Und die ist auch nicht bei uns groß geworden. Die kommt aus Stuttgart. Aus Stuttgart, ja. Die Schwaben sind eben xerlig. Ja. Das ist ja mal eine ganz neue Seite hier von dir. Oder bist du das gewöhnt, ne? Aus Stuttgart. Oder wer gefällt dir hier? Hau ab! Hau ab! Los! Ficke, Du willst unbedingt ins Bild, ja? Du willst unbedingt ins Bild. Kann sie sich auch leisten, das schöne Schwarzwaldmädel. Feste Handschuhe? Wird es gefährlich für Barbara Schwesig? Ja, reg dich nicht so auf. Ein Raubvogel ist es nicht. Aber auch ein Kranich kann Schmerzen zufügen, wenn er selbst Schmerzen leidet. Also sie können ganz schön treten. Also Vorsicht beim Transport. Das, welcher war denn nun das? Linke, ne? Der Kranich hat sich am Zeh verletzt. Wie es sich für einen so stolzen Vogel gebietet, wird er im OP von Dr. Andreas Pauli behandelt. Das ist ein Schwarzhalskronenkranich. Es gibt noch Grauhalskronenkraniche. Der hat sich hier irgendwie die Zehe abgerissen. Das Licht ist ein bisschen schlecht jetzt. Ein bisschen schlecht, ja. Das so ist was besser. Am Wochenende war nur bis hier vorne. Da hat jeden Tag hat der sich das weiter abgeschnappert. Also ganz schlimm. Das ist abgestorbene Haut hier. Das ist der Knochen. Ja, der blanke Knochen. Der ist gebrochen. Ist gebrochen? Muss abwarten. Ja, also, wir warten, bis das. Ich desinfiziere das jetzt mal einen kleinen Verband rum. Und dann warten wir, bis das abfällt. Auf Deutsch gesagt. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, mit. Wenn man Vögel irgendwie an den Zehen rumamputiert, wenn das gar nicht anders geht, das haben wir schon ein paar Mal gemacht,
weil es dann gar nicht wirklich nicht mehr anders ging, dann knabbern die da dran rum. Und irgendwann knabbern sie so weit, dass sie nicht mehr amputieren können. Und das endet dann damit, dass man die einschläfern muss. Und das würde ich nicht. Deshalb lasse ich das lieber so mumifizieren. Dann ist dem Vogel mehr geholfen mit. Du guckst zu, ne? Meine beruhigende Ausstrahlung. Wirklich erstaunlich. Hoffentlich hält die an. Ja, Wochenende war ja, da war ja noch die Hälfte da. Können Sie den Flügel mal reinmachen? Danke. Dass die das mal wieder abknabbern, ne? Okay, das war's. Kann er wieder rein? Ja, kann wieder rein. Mutter Erdmännchen hat 5 Sprösslinge. In der Natur würden sie alle mit der gesamten Verwandtschaft zusammenleben. Doch hier im Zoo waren sie die erste Zeit allein. Die lieben Tanten waren eifersüchtig auf die Kinderschar und wollten ran an die Kleinen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. In ihrem abgetrennten Domizil können alle in Ruhe fressen. Niemand macht ihnen die Würmer streitig. Die Störenfriede sind außen vor. Buchstäblich, der Rest der Familie tummelt sich in der Außenanlage. So, dann kommt mal her hier. Kommt mal her. Ja, ich will ja nur erstmal die Löcher hier zuschütten. Dann können die in Ruhe fressen. Und dann kann die große Familienzusammenführung beginnen. Die Kleinen sind nun schon groß genug. Nach dem Fressen werden die Erdmännchen in die Innenbox zur Mutter und deren Nachwuchs geschickt. Damit die Einbahnstraße funktioniert, werden die Baulöcher dicht gemacht. Ein Rückzug unmöglich. Durch diese hohlen Gassen müssen sie kommen. Noch ist man ganz unter sich. Doch wehe, wenn sie losgelassen sind. Jetzt los hier. Wiedersehensfreude sieht anders aus. Erstmal wieder alles ein bisschen. Hey, 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 hey. Ein richtig saftiger Streit. Da bleibt man besser in seinem Bau. Die Kleinen trauen ihren Augen nicht. Das nennt sich Familie? Na denn von nirgendwo Hilfe? Hunger macht böse, heißt es. Macht Fressen denn gut? Nicht wirklich. Ein vergeblicher Schlichtungsversuch. Wenn die Großen nichts können als zanken, ziehen sich die Kleinen lieber zurück. Ankel Korsenewski und Mario Barabas haben heute einen richtig schönen Tag. Sie bummeln zum Dromedar-Baby Jamila. Das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Wenn man als Tierpfleger auch mal von der normalen Routinearbeit, das heißt Säubern von Käfigen, wegkommt und sich auch mal ein bisschen mehr mit den Tieren beschäftigen kann. Zumal man so ein Tier hat wie die kleine Jamila, die zu uns sehr zutraulich ist. Ja? Das ist nicht das erste Jungtier, was wir haben. So das 9., 10. Aber das erste, was so ein Verhalten hat. Obwohl sie jetzt schon ein halbes Jahr alt ist, ist trotzdem zu uns sehr kontaktfreudig, besonders mit den Hinterläufen. Na, wie sagt man doch immer, flinke Hufe. Naja, das ist reiner Übermut. Ja, genau.
Oh. Na, siehst du, hast du einen Treffer gekriegt? Nö. Oh, doch. Eieiei. Oh, das hat weh getan, oder? Jamila? Hab ich ja noch Glück gehabt vorhin. Bei mir war es nicht so schlimm. Das ist nicht so sehr schön, was du jetzt gerade getan hast. Das tut auch ein bisschen weh. Jamila bereut und gelobt Besserung. Jamila. Damit Marios Schmerzen vergehen können, muss die Kleine abgelenkt werden. Es funktioniert. So ein kleiner Pausensnack ist jetzt genau das Richtige. Und schon ist Ruhe eingekehrt. Die ist weder kitzlig noch ängstlich, noch hat sie zu uns Misstrauen. Das war ganz Besonderes, weil die anderen Jungtiere sich wirklich nach einer kurzer Zeit schon entwöhnt haben und immer auf, ein bisschen auf Distanz gegangen sind. Was sollen denn diese dürren Stängel? Ich würde auch zur größeren Portion gehen. Ja, ist ein bisschen mickrig, komm mal. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Na gut, dann knabbert Jamila eben auch am kahlen Ast. Hauptsache, die Pfleger freuen sich. Komm, durch die ganze Quatsche müssen wir noch weiterarbeiten. Jamila, tschüss, wir gucken andermal wieder rein. Wir müssen los. Schade. Da kann Jamila nur brummelnd Abschied nehmen. Große Premiere bei den Jaguar-Drillingen. Valdivia, Romanes und Atiero dürfen zum ersten Mal auf die Außenanlage. Hinaus in die große, weite Welt. Ein zaghafter Blick und dann ganz sachte eine Pfote vor die andere. Man weiß ja nie. Alles ist unbekannt. Gerüche von Pommesfritbuden und Besuchern, Geräusche von Flugzeugen und Vögeln. Romanes ist mutig und geht voran. Da können die Geschwister nur staunen. Valdivia traut sich noch gar nicht. Schnurzelchen, Valdivia, mein Schatz. Ist die Welt so groß, mein Engel. Komm, wir gehen gemeinsam raus. Komm, Valdivia, komm. Komm, wir gehen deine Brüder besuchen. Na, wie ist das? Erste Mal Sand unter den Füßen. Hm? Wen haben wir denn hier? Hm? Wen haben wir denn hier? Große, mutige Katze. Na, komm, Valdivia, komm. Komm, Valdivia, komm. Komm, wir sind alle hier, mein Schatz. Komm, Schnurzelchen, komm. Na, komm. Komm, Valdivia, komm. Manchmal kann ein Jaguar auch ein Angsthase sein. Na komm, Schnurzel. Na guck mal, dein Bruder Romanes, der ist ganz mutig. Ja, komm, Schnurzel, komm. Na komm. Hm? Na, das ist aufregend, wa? Ist das aufregend, mein Schätzchen? Hm? Du, ja. Hm? Sagen wir so, Frauen bleiben von jeher bei Haus und Hof. Männer gehen auf die Pirsch. Und da gibt es sogar einen kleinen Dschungel zu entdecken. Ist so schlimm hier. Komm mal hier, mein Haus. Komm mal hier, mein armes Baby. Oh. So, guck mal, deine Brüder sind viel mutiger als du. Hm? Ob Petra Schröder Valdivia Mut machen kann? Thank you.
Krümel ist jetzt ein Mann. Er hat seine Geschlechtsreife. Nur noch kein passendes Liebesobjekt. Krümel. Na, Krümel. Ja, willst du mal herkommen? Oder besser gesagt, da gibt es so viele, die man lieben könnte. Nur die richtige ist noch nicht dabei. Kleine Maus, du. Komm mal her. Ja, so ist es eben, wenn man erwachsen wird, ne? Du alter Lümmel, kriegt man seinen eigenen Kopf. Und wenn man da nicht ganz so Vogel ist, sondern mehr Mensch, dann will man auch sein Weibchen nicht, ne? Sie ist jetzt also seit, also ich würde mal schätzen, 12 Jahren bei uns. Anfänglich war es wirklich so, dass sie ihren Mann noch im Kopf hatte und von ihm gar nichts wissen wollte. Und jetzt will sie aber nichts von ihm wissen, weil er sich nicht zu verhalten weiß. Er ist eben ein Rüpel. Er macht eben sein Ding. Na danke. Da verzichtet die kluge Frau, die auf sich hält. Krümel ist jetzt halt erwachsen. Und er hat natürlich auch die erwachsenen Allüren. Ne? Wenn er sich jetzt jemanden aussucht, den er mag, das sind meistens optische Sachen, die ihn da interessieren, dann wird er natürlich sofort bebalzt. Balz. Das war das Stichwort. Na fein. So, jetzt sehen wir sogar noch eine Scheinkopulation. Wunderbar, ja. Naja, Hauptsache dir macht Spaß, ja. Na, lassen wir machen. Ja. Gerne doch. Es quäkt da gleich noch ein bisschen wahrscheinlich. Und wer ist Krümels Typ? Ja, also bei Menschen mag er sehr gerne längere Haare. Und ansonsten möglichst fremd. Also Leute, die er selten sieht oder gar nicht, da springt er sofort drauf an. Er sucht sich halt seine Partner jetzt aus. Wir haben zurzeit einen Praktikanten, in dem scheint er auch recht verliebt zu sein. Leider interessiert er sich fürs Weibchen halt nicht so, wie es von uns gewünscht ist. Von mir willst du gar nichts mehr wissen. Naja, so ist das Leben. Klingt alles ein bisschen wie auf der Suche. Oder Bäumchen, wechsle dich. Na, ist halt ein bisschen grob, ist er. Das kann auch damit zusammenhängen, dass er nicht zum Ziel kommt. Das, was er sich halt wünscht als Mann. Na, was ist los, du? Machst du denn mit dir, Ulrike, ne? Das war richtig grob, ne? Ging. Ging? Man kennt es ja von handaufgezogenen Tieren, dass die gegen Menschen aggressiv werden, wenn die merken, dass die keinen Partner finden unter den Menschen. Und dann kann es schon mal sein, dass das in Aggressivität umschlägt. Und ich denke mal, das sind so eine Allüren, die er hier zeigt. Hauptsache, es lässt keiner Federn bei Krümels Liebesavancen. Es hat wieder geklappt. Nachwuchs bei den Seehunden nach einer Pause von 2 Jahren. 2 Mütter, 2 süße Babys. Ja, sind sehr possierlich, sehr niedlich. Und haben also wirklich das Kindchenschema erfunden, sage ich mal. Die sind wirklich echt niedlich. Ja, die haben riesige Augen. Und damit können sie natürlich auch sehr ergreifend gucken. Besonders, wenn sie was zu fressen haben wollen. Und einen runden Kopf. Und deshalb nenne ich die immer so ein bisschen, ich verspotte sie so ein bisschen und sage immer Kullerköppe. Die Kleinen, die werden noch hinter den Kulissen gefüttert. Weil auf der Anlage hätten die keine Chance, einen Fisch zu kriegen, weil die sind viel zu langsam noch. Und die anderen, die würden ihnen alles wegfressen. Und deshalb werden die separat gefüttert. Das heißt, sie kommen in den Stall. Da robbt sich das erste Kullerköppchen wohl schon ans Futter heran. Immer der Nase nach. Dieter Petersen bringt lecker Fisch. Also los, weiter. Ach, da ist schon einer. Das Tor zum Schlaraffenland öffnet sich. Und wem gehört das hungrige Mäulchen? So, das ist Hilde.
Und da kommt Mandy. Ich sag mal so, die wissen, dass sie jetzt was kriegen. Und wie weit der Hunger jetzt gediehen ist, das werden wir gleich sehen, wie gut die fressen. So 8 bis 10 Heringe dieser Größe. So 2-mal am Tag. Aber morgens nur etwas ganz, also kleines Häppchen, sage ich mal. Und dann die richtige Mahlzeit um diese Zeit, so nachmittags. Und wie hält Dieter Petersen die beiden auseinander? Na, die sehen völlig verschieden aus. Zum Beispiel die Hilde ist ganz dunkel und ein bisschen dicker und pummelig. Und die Mandy ist wesentlich heller und schlanker. Bei dem Appetit wohl nicht mehr lange. Kinder, nicht abhauen. Wieso nicht? Seehunde wissen, wann sie genug haben. Komm, komm, komm. Na, Mandy wird nicht wiederkommen. Die ist ein bisschen ängstlicher. Angst vor der Kamera? Oder eben doch figurbewusst? Aber auch Hilde mag nicht mehr. Na, das war's wohl. So, dann kannst du auch nach Hause gehen, wenn du nicht mehr willst, ne? Hm? Geh mal nach Hause. Geh mal nach Hause. Geh. Geh nach Hause. Ist denn hier nicht ihr Zuhause? Geh nach Hause. Wo es doch so gemütlich ist. Und tschüss. Also zurück in den Schoß der Familie. Zum ersten Mal sind die Jaguar-Drillinge auf der Außenanlage. Auch Valdivia ist nun guten Mutes und klettert fröhlich umher. Sie fühlt sich sichtlich wohl. Auch dass pflanzliche Nahrung wichtig für sie ist, hat sie begriffen. Wir haben ja schon die Tage vorher zum Spielen immer von draußen Grünzeug mit reingebracht. Denn wenn man sich von der Ernährung her Katzen, egal ob jetzt diese Großkatzen oder Hauskatzen anguckt, die würden ja überall, wo sie die Möglichkeit haben, beim Spaziergang Gras abfressen. Die brauchen es ganz einfach für ihre Verdauung. Und genauso ist es jetzt, dass die Mutti im Prinzip mit dem, was wir zum Spielen in die Schaubox getan haben, ihren Kindern beigebracht hat, das müsst ihr essen, das ist wichtig. Und spielerisch, so wie sie lernen, das Fleisch zu essen, gehen sie auch an dieses Grünzeug ran. Doch das kann problematisch sein. So ein Kampf mit Grünzeug. Böses Grün. Ein kurzer Gruß rüber zu Vater Tipito. Und dann kommt auch Mutter Anafe dazu. Nun ist das Glück perfekt. Alle genießen die frische Berliner Luft. Glück bei Orang-Utan-Dame Bini. Vor 3 Wochen hat sie ein Baby zur Welt gebracht. Noch ist sie sehr zurückhaltend. So nähern sich die Pfleger zum abendlichen Füttern ganz behutsam. Ja, Bienchen, gib mal her. Gib mal her. Oh, danke schön. Bitte schön. Alles okay? Ja. Unten sitzt Vater Manu, der sich lautstark meldet, als er die Stimme von Raimund Opitz hört. Als guten alten Freund der Orang-Utan-Familie holt Bini ihren Raimund Opitz zu sich und ihrem Sohn Bulan heran. Mm-hmm.
Häppchen für die Bienen. Ja. Oh, das schmeckt da. Und Baby zeigen? Baby zeigen? Oh, ibib, ja, ibib. Wunderbar. Manu, komm her. Hier, du auch. Ja. Du alte Faxenmacherei. Nächste Woche komme ich rein. Unser Ruhm, der hat ja gesagt, das ist ein Mensch. Und da wir sehr vorsichtig sind mit der Geschlechterbestimmung. Bestimmung? Jungs, ne? Wollen wir wissen, ob Ruhm recht hat. Aber der Ruhm ist ja eigentlich sehr zuverlässig. Und wenn der was sagt, dann stimmt das meistens. Also hast du einen Junge geboren. Mach's gut. Tschüss. Bring mal schön dein Baby ins Bett. Na? Tschüss. Tschüss. Als brave Mama macht Biene jetzt erstmal das, was ihre Pfleger gesagt haben. Sie bringt den Kleinen ins Bett.